Mein Name ist Mustafa, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Afghanistan. Also die Namen habe ich seit ich ein Jahr war. Und die habe ich durch Krieg bekommen in meiner Heimat. Da ist so eine Rakete an unser Fenster so getroffen, da war ich auch da in dem Zimmer. Und dann, ja, die Namen habe ich seit ich ein Jahr war. Ich habe auch meine Mama gefragt und sie meinte, damals gab es nicht so gute Klinik oder Arzt. Damals war das nicht so. Deswegen ist es so geblieben. Ich habe Herr Professor auf Instagram gefolgt und ich habe seine OPs gesehen, also viele OPs. Und dann habe ich mich beworben und jetzt hoffe ich, dass er mir hilft. So, hallo. Guten Tag. Bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Schauen wir mal. So, hier haben Sie sehr tiefe Narben, ja? Die kann man ausschneiden und feiner machen, ja? Okay? Auf dieser Seite ist wahrscheinlich, ist das operiert worden damals? Nein. Nein, nicht operiert worden. Nein. Okay, wahrscheinlich ist durch eine Verbrennung bedingt, ist das hier vom Pigment verändert. Das heißt, ich würde hier mit einem Laser arbeiten und würde hier das Ganze lasern in Narkose und auf der anderen Seite würden wir das Ganze ausschneiden. Ein Fall, der einem wirklich sehr, sehr nahe geht. Wir sprechen über einen jungen 20-jährigen Mann, der als Flüchtling hierher gekommen ist nach Deutschland und wo man in seinem Gesicht die Zeichen seiner Geschichte und seiner Vergangenheit lesen kann. Und natürlich ist es so, dass wenn wir über entstellende Narben im Gesicht sprechen, dann ist das ein Fall, wo wir zunächst einmal an die Krankenkasse denken und denken, dass dort die Krankenkassen in der Bringschuld sind. Aber das sehen die Krankenkassen hier in Deutschland leider anders. Da wird sehr individuell entschieden von Fall zu Fall, ob eine Genehmigung der Kostenübernahme erfolgt oder nicht. Und leider ist es so, dass in seinem Fall eine entsprechende Genehmigung ausgeblieben ist. Schauen Sie, das Ganze würde ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. Dann kommt noch der Laser dazu. Okay. Ja? Die Kosten würden hier vermutlich irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 Euro liegen. Ja? Okay. Jetzt hat man mir gesagt, dass Sie in der Ausbildung sind und dass Sie nicht über viel Geld verfügen. Mhm. Wir haben uns zusammengesetzt, gemeinsam mit meinem Narkosearzt, und sind bereit, Ihnen für diese Operation entgegenzukommen. Wir machen die Operation für Sie umsonst. Vielen Dank. Ja, bitte sehr gerne. Ja? Bei Mustafa planen wir eine Narbenkorrektur, indem wir allschichtig die Narbe entfernen. Die Wundränder sollen mobilisiert werden, eine Dehnungslappenplastik soll im Gesicht operiert werden, damit wir die Narben und die Areale, die wir dort korrigieren werden, so abdecken, dass das Hautniveau wieder auf einer Ebene ist. Dieses Verbrennungsareal oder diese Verbrennungsnarbe ist leider zu groß, um das auszuschneiden. Das würde ein Riesenloch im Gesicht hinterlassen, sodass wir dort mit dem Laser ansetzen werden und gucken werden, wie weit wir die Hautpigmente dort ablassen lassen können und ihm damit ein normaleres Hautbild geben, was weniger auffällig ist. Schon zwei Wochen später ist es soweit. Professor Dr. Sinis ist auf dem Weg zu Mustafa, um die letzten Schritte vor der OP zu besprechen. So, hallo. Dann gucken wir uns das nochmal genauer an bei dir. Und dieses werden wir auf jeden Fall ausschneiden und korrigieren. Ja? Und das drumliegende Areal werden wir uns dann genauer nochmal anschauen, ob wir das mit Fett noch unterfüttern werden. Das ist das hier. Ja? Hier ist ein Knick. Das heißt, man kann so die Hälfte ungefähr hier wegnehmen, ja? Dass es etwas kleiner wird, okay? Ja? Einverstanden? Vielen Dank. Ja, bitte sehr gerne. Jetzt machen wir. Sie sind jetzt meine große Hoffnung. Ja, okay. Also seit 20 Jahren, also. Ja, also, bis gleich, ja? Okay. Mustafa ist schon sehr aufgeregt und freut sich auf die Operation. Das Team der Sinis Klinik klärt ihn über alle Details der Operation auf. Und dann geht es auch schon los. Geht gleich los und jetzt fühle ich mich auch, wie die Patienten sich anfühlen im Krankenhaus. Nun ist es soweit, die Operation beginnt.
Wir sehen jetzt hier, wie wir die Narben schon mal umschnitten haben und man muss hier sehr, sehr vorsichtig präparieren, weil der Gesichtsnerv und zahlreiche Arterien und Venen hier verlaufen, die man nicht verletzen darf. Auf der Gegenseite werden wir ähnlich vorgehen und dann eben durch das Unterminieren der Haut jetzt hier den sogenannten Dehnungslappen oder die Dehnungslappenplastik produzieren und am Ende, wenn das alles gut funktioniert und gut zusammenkommt, mit einer feinen Narbe zum Abschluss bringen. Mustafa hat die Operation gut überstanden. 2 Wochen später trifft er Dr. Sinis erneut zur Kontrolle. So, hallo. Bleib gut sitzen, alles gut. Wie geht's dir? Gut, danke. Alles gut überstanden? Ja? Das sieht ja ganz gut aus, ja? Du hast jetzt keine Pflaster mehr, gar nichts, ja? Ist alles offen, ja? Ja. Dann leg dich einmal hin, dann ziehen wir jetzt einmal die Fäden. So, ich fange hier an. Nach dem Fädenziehen hat Mustafa es erst einmal geschafft. Nun muss die Haut vor weiteren Behandlungen verheilen. So, hallo. Da ist er ja. Hallo. Grüß dich. Hi, wie geht's dir? Hallo. Gut, siehst danke du aus. Toll, oh, tolle Turnschuhe. Klasse, danke. Gefällt mir. Cool. Solche hole ich mir dann auch mal. Bitte, nimm mal Platz. Okay. Das heißt, wir haben jetzt über 6 Wochen, ja. Ja, und die Narben sind schon sehr viel blasser. Jetzt haben wir auch schon ein paar Laseranwendungen gemacht auf der linken Seite. Wie fühlst du dich? Gefällt es dir, was du siehst? Siehst du schon einen Fortschritt? Ja, viel, viel besser als früher aus, ja. Schön, das freut mich. So, pass auf, die Sache ist die, es ist noch sehr frisch. Das heißt, wir werden noch Zeit brauchen. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit viel Geduld diese Sachen weitermachen. Mhm. Und in einem halben Jahr, in 6 Monaten, gucken wir uns an, wie das aussieht. Hat mich sehr gefreut. Ja, es Dankeschön. War eine schöne Sache. Ciao, mach's ja. gut. Ja, ciao, ciao. Ja, tschüss. Wir wünschen dir alles Gute, Mustafa. Und für euch bleiben wir weiter an dem Fall dran. We'll be right back.